Sommer 2018. Mitten in Franken sieht es aus wie im Winter. Hagelkörner liegen teilweise bis zu 20 cm in den Ortschaften. Durch plötzlichen Starkregen werden Straßen zu reißenden Flüssen. Das andere Extrem. Wochenlang kein Niederschlag, die Felder ausgetrocknet, die Ernte kaputt. Der Klimawandel scheint auch in unserer Region angekommen zu sein. Deshalb braucht es dringend eine Kehrtwende, ein Umdenken. In Nürnberg trafen sich deshalb Klimaaktivisten, um zu diskutieren, wie es weitergeht. Wir können nicht mehr warten. Wir haben aber als Christen auch immer die Hoffnung, aber wir müssen beginnen. Und wir müssen alles tun, was uns möglich ist. Und dann können wir uns auch auf den lieben Gott verlassen. Aber nichts tun und sich auf den lieben Gott verlassen, das ist Blasphemie. Der Planet ist ökologisch begrenzt. Das sagt einer, der es wissen muss. Klimaforscher Uwe Schneidewind. Derzeit mangelt es nicht mehr an der Erkenntnis, dass es diesen Klimawandel gibt, sondern an der schnellen und vor allem effektiven Umsetzung von Handlungsstrategien. So könnte die Kirche Mahner, Mittler und Motor für den Schutz des Klimas sein. Sie ist einmal Mahner. Sie macht deutlich, welcher Wert der Bewahrung der Schöpfung ist, was das auch wieder in Resonanz mit Natur, mit anderen Menschen kommt, eigentlich für uns persönlich bedeutet. Diese Hinweisgeberfunktion ist wichtig. Dann ist Kirche in vielen Bereichen aber natürlich auch Mittler. Sie schafft Plattformen, um über die oft sehr kontrovers diskutierten Themen in besonderen Formen zu diskutieren. Die Veranstaltung hier ist ja auch so ein Ausdruck. Und sie ist Motor. Sie kann natürlich in ihren Bereichen, in ihren kirchlichen Werken ganz, ganz viel tun. Andere Formen der Energieversorgung, andere Mobilität, andere Beschaffung von Lebensmitteln. Aktuell zeigt sich bei vielen Menschen eine moralische Revolution, die Menschheit immer wieder erlebt hat, die aber seit einigen Monaten stärker ist als je zuvor. So gehen Jugendliche weltweit auf die Straße und kämpfen für ein besseres Klima. Den Schülerdemos Fridays for Future schließen sich auch immer mehr Erwachsene an. Diese großen Schülerstreiks, Fridays for Future, sind eigentlich Ausdruck, dass die Ungeduld immer größer wird. Also insofern sehe ich eigentlich nicht 5 vor 12 vor der Katastrophe, sondern 5 vor 12 vielleicht wirklich für einen sehr, sehr fundamentalen Durchbruch, einiges anders zu machen als in der Vergangenheit. Veränderung basiert nicht nur auf bereits vorhandenem Wissen, sondern es gilt, Wege aufzuzeigen, die Rahmenbedingungen für eine bessere Zukunft zu schaffen. Ich denke, zunächst einmal soll die Kirche die Freude an der Schöpfung den Menschen vermitteln. Das tut sie in den Predigten, im Religionsunterricht, Erwachsenenbildung. Weil nur das, was mir auch Freude macht, das versuche ich zu bewahren und auch weiterzugeben. Deshalb halte ich das für das Erste, was die Kirche tun soll. Und da gibt es ja in unserer Kirche auch viele Beispiele. Der heilige Franziskus, viele Heiligen, die sich wirklich an der Schöpfung gefreut haben. Das Schwierigste an einem Veränderungsprozess ist, sich auch persönlich zu entwickeln und die Frage zu stellen, was kann jeder Einzelne tun, um Teil der Klimabewegung des 21. Jahrhunderts zu werden. Ich kaufe regional ein. Regional, wenn Bio ist, ist mir noch lieber. Ich mache Plastikfasten, also ich versuche Plastik zu vermeiden, wo es geht. Insofern, dass ich halt auf die Verpackung achte. Ich bin Vegetarierin, also ich schaue auch da und schaue halt temperaturmäßig, kann ich nicht viel machen, ich heize wenig. Und wir müssen halt einfach unseren Lebensstandard ein bisschen runterfahren alle. Und dann wäre das alles schon mal viel besser, finde ich. Und uns ging jetzt immer noch ganz gut. Mit Wasser, sorgsam umzugehen auch mit Wasser, das ist ganz wichtig auch. Ich lasse jede Gelegenheit mein Auto in der Tiefgarage stehen und schwinge mich aufs Fahrrad. Auf der Erde teilen Menschen das Leben miteinander und jeder hat die Chance, seinen Beitrag für ein besseres Klima zu leisten.